dann einen kurzen Impuls zum heutigen Evangelium Ihnen vortragen und dazu dürfen Sie mal Platz nehmen. Es gibt Evangelien, die laden geradezu ein, missverstanden zu werden. Am heutigen Gedenktag der heiligen Martha hören wir so ein Evangelium. Wir werden Martha erleben als eine Frau, die ganz geschäftigt ist. Sie möchte etwas Gutes anbieten, ein gutes Mahl für Jesus. Sie möchte das Haus sauber halten. Es soll alles gut sein. Und dann kommt dieser Gast. Und er sitzt da und er freut sich über die Gastfreundschaft. Er sieht, Martha macht viel. Und er sieht auch die Sorgen von Martha. Denn Martha hat eine Schwester, eine Jüngere. Die hat keine Lust zu arbeiten, so scheint es. Sie sitzt einfach da rum und hört zu. Sie hört zu, was Jesus sagt. Martha ist verärgert. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich denn alles selber machen? Herr, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Jesus nimmt es anders wahr. Denn das, was gerade passiert im Haus der Martha, der Maria und des Lazarus, das ist etwas Besonderes. Er kommt zu den Menschen. Er tritt ein in die Familien, er tritt ein in die Gemeinschaft derer, die da sind. Und jetzt in seiner Gegenwart, da darf Ruhe endlich einkehren. In seiner Nähe darf man zur Ruhe kommen, darf Martha, Maria, ein jeder den Worten Jesu lauschen, wie wir so schön sagen, die Seele baumeln lassen, ausruhen von all dem, was uns so fesselt, was uns immer wieder nicht zur Ruhe kommen lässt. Jesus will letztlich mit seiner Antwort, dass Maria das Bessere gewählt hat, nicht sagen, dass die, die tun, dumm sind oder die einfach eine Chance verpassen. Nein, es gehört alles zusammen, das Tun und das Hören. Und Jesus nimmt das, was Martha tut, mit Sicherheit auch wahr. Und sie wird bei Zeiten ihren Lohn im Himmel dafür auch bekommen. Aber jetzt, wo Jesus da ist, darfst du ruhig werden. Jetzt musst du nichts tun. Jetzt darfst du da sein. So wie wir heute Abend hier. Wir dürfen da sein. Wir dürfen all das, was uns in diesen Tagen besonders schwer gefallen ist, wo viele von uns vielleicht auch unermüdlich im Einsatz für unsere Mitmenschen waren, einfach mal hinten anstellen. Nicht vergessen, nicht sagen, das ist es nicht mehr wert, sich dafür einzusetzen, sondern gemäß der Überlegung Jesu einfach da sein, ausruhen, sich eine Zeit des Auftankens gönnen. Das ist wichtig, denn nur wer empfängt, der kann geben. Wer nur gibt, ist irgendwann leer, ausgebrannt. Soweit soll es mit Martha und so weit soll es auch mit uns nicht kommen. Da ist es gut, dass Jesus uns manchmal ausbremst. Dass wir vielleicht auch so manches Mal ein Evangelium falsch verstehen, um es dann durch ihn richtig zu verstehen. Lassen wir uns heute Abend ausbremsen, geben auch wir uns die Erlaubnis dazu, auszuruhen. Geben wir uns die Erlaubnis, gleichsam wie Maria, zu hören, bei mir sollt ihr ruhig sein. Bei mir dürft ihr ausruhen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf
und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für Jesus zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das solle nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.